begrüßen Sie zum Referat Citizen Development mit dem Center of Excellence für die Microsoft Power Plattform. Was steckt hinter dem Konzept Citizen Development? Wie implementiere ich eine Kultur von Macherinnen und Machern? Und wie behalte ich die Übersicht über alle Apps in meiner Organisation? Diesen und vielen weiteren Fragen gehe ich während der nächsten rund 40 Minuten nach. Mein Name ist Raphael Bachmann und es freut mich außerordentlich, dass ich heute vom Reto Schaller von der Firma Implenia unterstützt werde. Er wird zum Abschluss vom Referat für den Praxisbericht zugeschaltet. Mein Referat habe ich in drei Blöcke unterteilt. Beim Einstieg möchte ich der Frage nachgehen, welche Herausforderungen stellen sich Unternehmen, wenn sie anfangen, die Microsoft Power Plattform einzusetzen. Anschliessend, der grösste Block, der mittlere Block, wird Demo sein, wo ich das sogenannte Center of Excellence zeige. Und wie gesagt, zum Abschluss werde ich mit dem Reto Schaller ein paar Fragen austauschen und er wird dort aus der Praxis berichten können, wie denn das konkret bei der Firma Implenia angewendet wird. Was steckt hinter dem Citizen Development Konzept? Mark Hollitscher von der Microsoft Schweiz beantwortet das so: Mit der Power Plattform verfolgt Microsoft den Ansatz von dem sogenannten Citizen Development. Also die Befähigung von normalen Endanwenderinnen und Endanwendern ohne Coding Skills, die Problemstellungen aus der täglichen Arbeit aufgreifen und mit innovativen Lösungen das eigene Business transformieren. Das ist ein Zitat aus unserem neuesten E-Book Microsoft Teams Excellence. IAZ ist nicht ganz unschuldig. Wir haben auch schon über Power Plattform, Citizen Development und so weiter und so fort berichtet. Gerade das letzte Tobi Herzog am 4. November in der letzten Community, die wir durchgeführt haben. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir löst die Vorstellung, löst das Wort Citizen Development ungefähr das Bild aus. Wir haben den Clark Kent, der seinen normalen Bürotätigkeiten nachgeht. Sein Job, vielleicht gar nicht so spektakulär, deckt eine Schattenberufung als Citizen Developer. Und immer wenn die Welt aus den Fugen gerät, schlüpft er in sein Superman-Kostüm, rettet alle und arbeitet am Schluss wieder als normaler Büroangestellter weiter. Soweit einmal die Werbung. Das Verursacherprinzip ist von mir aus gesehen eines der grössten Vorteile, wenn man von dem Citizen Development redet. Also die Endanwender wie Sie und ich automatisieren unsere eigenen Prozesse. Wir können so rascher auf Veränderungen reagieren und das Mitwirken am Unternehmen führt generell zu einer gesteigerten Mitarbeitermotivation. Okay, aber welche Herausforderungen bringt denn das neue Konzept mit sich? Welche Herausforderungen werden allenfalls erst geschaffen, kreiert, durch das, dass wir den neuen Ansatz wählen? Eine der grössten Herausforderungen ist sicher, wie viele und welche Apps bestehen in meiner Organisation. Ein Verständnis dafür zu haben, ein Inventar zu sehen von all diesen Apps und Flows und Bots und was es nicht noch alles gibt in der Power-Plattform. Das zentral an einem Ort auffinden können, ist sehr, sehr schwierig. Dann aber auch eine Frage von Datenhaltung. Tun wir durch Citizen Development Silos abbauen oder schaffen wir vielleicht eher sogar noch mehr Datentöpfchen, noch mehr Datensilos, wo wir je nachdem geschäftsrelevante Daten abspeichern. Wer supportet die Apps? Erstellt schnell einmal einen Flow. Wer schaut zu dem Flow, wenn ein Mitarbeiter austritt? Wer schaut zu dem Flow an einer Viertig, während außerhalb von der Bürozeiten etc. Dann aber auch, wie sieht es mit Application Lifecycle Management aus? Etwas, wo man eher aus einer
Softwareentwicklungsdomänen könnt. Eine Applikation lebt, die wird mal erstellt, die erlebt einen Hype, aber die läuft vielleicht irgendwann auch aus und wird archiviert. Denn wie schützen wir uns gegen das Thema Cyberattacken oder grundsätzlich gegen Cyberattacken, nicht gegen das Thema? Wie bilde ich die Mitarbeitenden aus? Wie lehre ich die Power-Plattform? Es sind, wie gesagt, Büroangestellte wie Sie und ich, die nicht unbedingt einen Entwicklerhintergrund haben, die vielleicht eine Affinität für die Informatik haben, aber keineswegs einfach so etwas ohne Schulung können anwenden. Dann sehr detaillierte Frage: Was sind Environments und wie werden sie eingesetzt? Welche DLPs werden installiert? Data Loss Policy ist sehr wichtig, wenn es darum geht, meine Daten vor Abzügeln, vor Verlusten zu schützen, dass da eben keine Daten verloren gehen. Und wie sieht es bezüglich Compliance aus? Also wer darf was sehen, wer darf was machen, welche Informationen sind wie klassifiziert etc. Und nicht zuletzt haben wir gewisse Standards und Best Practices installiert in der Unternehmung, wo sich bitte schön alle daran halten sollen. Sei das eine Farbgebung, sei das eine Namensgebung, sei das Standardrechtevergabe etc. Und dazu ist mir noch ein schönes Zitat zugespielt worden. Never spend 6 minutes doing something by hand, when you can spend 6 hours failing to automate it. Also, wir haben schon ganz oft in der Praxis festgestellt, wenn man den Leuten den Hammer in die Hand gibt, dann sieht alles wie ein Nagel aus. Egal, ob es jetzt ein Nieten oder ein Schrauben ist. Das führt mich, wo Unternehmen beraten, beim Einsatz von der Power-Plattform nämlich immer wieder an Punkt hin, wo soll man starten? Wo soll man anfangen? Wie fange ich jetzt die Power-Plattform davon nutzen? Wie hole ich das meiste daraus raus? Und die Antwort ist für einen schon mal relativ einfach. Es ist nämlich das Center of Excellence Starter Kit. Unterteilt in, sage jetzt mal, 4 Bereiche, ist es so zu verstehen, dass man mit dem Center of Excellence Starter Kit ein Toolset oder technisch gesprochen eine Solution bekommt, wo Flows, Power Apps und weitere Dienste aus der Power Plattform aufbereitet. Also mittels Flow, oder wie wir jetzt seit heute wissen, entweder mit Cloud Flows oder Desktop Flows, werden die Telemetriedaten zusammengetragen und dann in einem Power BI Dashboard und oder Power Apps aufbereitet. Der Fokus liegt auf Monitor, also die Verwendung von Power Apps und Flows, das Inventar erstellen, eine Auslegeordnung machen, in welchem Environment habe ich wie viele Apps, wer ist der Owner davon, wenn ist sie zuletzt geändert worden und wenn ist sie allenfalls archiviert worden. Dann Govern, also eine Risikobeurteilung von diesen Power Apps und Flows und Chatbots und RPAs etc. Für eben genau den Fall, wenn einmal ein Mitarbeiter austreten sollte oder wenn ein Flow außerhalb der Bürozeiten fehlschlägt und das allenfalls businesskritisch ist. Und der letzte Teil, Nurture, also die Befähigung von diesen neuen Makers, wie man dieser spezifischen Gruppe von Mitarbeitenden sagt, wie werden die grundsätzlich einmal ausbildet, wie werden sie aber auch weitergebildet, wie bleiben sie ajour und wie kann man sie befähigen, dass eben das Pflänzchen wächst und noch grösser wird, so dass es immer mehr Makers gibt, so dass es immer mehr eine Organisation von Citizen Developers gibt. An dieser Stelle muss ich noch erwähnen, dass Center of Excellence von der Microsoft selber und sie sagen grosse Partner mit echten Herausforderungen entwickelt wird. Center of Excellence Starter Kit ist auch als Starter Kit zu verstehen. Vielleicht noch zur Weiterentwicklung. Es kommen im Moment rund einmal im Monat Updates raus für die verschiedenen Solutions, für die verschiedenen Apps und Flows, die man dann relativ komfortabel installieren kann.
Als ersten Schritt geht man von mir aus gesehen auf die entsprechende Webseite von der Microsoft. Microsoft Power Platform, Center of Excellence, Starter Kit. Und liest sich durch die verschiedenen Kapitel durch. Es wird mehr oder weniger gut Schritt für Schritt erklärt, was man machen muss. Es setzt aber schon ein gewisses Wissen, ein gewisses Verständnis von der ganzen Power Platform voraus. Und ist so aufgeteilt, wenn man die verschiedenen Blöcke anschaut, nach der Übersicht, eben mit dem Bereich Admin, also mit den Admin-Features, die dort drinnen erklärt werden. Dann aber ein recht grosser Block von Governance und zum Abschluss noch die sogenannten Nurture-Features, die erklärt werden. Und an dieser Stelle nochmal, und dann höre ich auf. Es ist ein Starter-Kit. Das heisst, ich kann nicht ein Blatt führen und dort ein Höckchen machen, ich habe jetzt Center of Excellence installiert, Governance abgehöckelt. So funktioniert es leider nicht. Ich werde Ihnen das anhand von verschiedenen Beispielen jetzt in der Demo zeigen und wechsle für das auf den anderen Bildschirm. Wo ich jetzt das sogenannte Center of Excellence aufgesetzt habe. Das heisst, so sieht es fertig aufgesetzt aus. Ich bin auf make.powerapps.com in meiner entsprechenden Environment. Wir haben bei der IAZ ganze Haufen Environments. Für das Center of Excellence empfiehlt Microsoft eine eigene Umgebung, ein eigenes Environment anzulegen. Der erste Punkt sind die sogenannten Core Components. Ich klicke hier einmal drauf. Und dann sieht man, wenn das noch rasch sortieren nach dem Typ, es hat ganz, ganz viele Entitäten, Einträge, die hier installiert werden über die Solution. Sei es verschiedene Flows, sei es verschiedene Apps, Optionen, Tabellen, Umgebungsvariablen und Verbindungsreferenzen. Das macht die Solution selber, sobald man sie oben dran über Importieren anwählt. Das dauert dann rund 5 bis 10 Minuten, bis alles installiert ist und sieht dann so aus für die Core Components. Bei den Core Components möchte ich jetzt etwas zeigen bezüglich dem Inventar von diesen ganzen Flows. Also, wir haben hier drinnen eine App, die heisst Power Platform Admin View. Die App, das ist eine Power App von der Microsoft, sieht so aus, ich habe ein Dashboard, wo wir jetzt alle Makers und dann ihre Apps, die Environments und die entsprechenden Flows zusammentragen. Was ich jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 40 Stunden machen mit Ihnen, ist der King von allen Flowmakers werden. Also bei uns hat der COI-Admin 26 Flows erstellt und ich mit meinen 12 Flows probiere jetzt den Wert zu toppen und auf 27 Flows zu kommen. Für das gehe ich hier rüber. Ich bin jetzt mit meinem Raphael Bachmann IOZ-Account angemeldet. Ich habe schon ein bisschen etwas präpariert, weil einfach so mache ich nicht 14 Flows. Ich importiere jetzt hier nochmal ein Template. Das Paket wird aufgeladen, also ich erstelle jetzt einen neuen Flow. Den werde ich dann publizieren. Und dann muss ich einen anderen Flow starten, wo die sogenannten Telemetriedaten suchen. Also. Füllen wir das noch rasch aus. Das müsste in meinem Flow 27 sein. Speichere das ab. Sagen importieren. Auch hier, das Päckchen wird importiert. Wechseln Sie nicht die Ansicht. Also gut, warten wir rasch.
So, alles grün. Ich gehe zurück auf meine Flows. Hier ist mein Flow 27. Und jetzt kommt die Magie. Beim Päckchen, Center of Excellence, Core Components, wenn ich hier nochmal drin hineingehe, dann hat es hier ein Flow, Admin Sync Templates. Das ist eigentlich wieder Startpunkt für die Subflows hier unten. Und man sieht, es gibt für jede Art von Dienst in der Power-Plattform, Apps, Connectors, Custom Connectors, Flows, Model-Driven Apps etc., gibt es einen eigenen Flow, der dann aus allen Environments auf meinem Tenant alle Apps oder alle Flows zusammentragen. Das heisst, ich muss sicherstellen, dass der Starter-Flow angekickt wird. Sagen hier Run. Jetzt ausführen. Der ist running. Und der macht nichts anderes, als die verschiedenen Subflows anzukicken. Und einer von diesen Subflows tut eben die ganzen Flows zusammentragen von allen Environments auf dem ganzen Tenant und mir das Dashboard hier aktualisieren. Das dauert jetzt einen Moment. Und ich werde die Zeit nutzen, um Ihnen noch ein zweites Dashboard zu zeigen. Ich denke, das ist immer sehr eine abgespeckte Version. Es gibt ein Power BI Center of Excellence gratis bekommt. Das sieht so aus. Also ich habe hier wieder die gleiche Information mit meinen 12 Flows. Ich kann jetzt aber viel weiter drin abtauchen. Also ich komme ganz, ganz viele Informationen über. Dienst, die im Einsatz sind. Ich wechsle hier dazu nochmal einmal zurück. Das kann ich zeigen, wie das von Anfang an aussieht. Das ist das Dashboard hier. So, hier eine habe ich Welle. Also, wieder die Begriffe Monitor, Govern und Nurture. Und ich dann unterteilt verschiedene Sub-Dashboards finde. Jetzt im Flow-Bereich interessiert mich vor allem die Overview. Und ich tauche hier in die Flows ab. Auch hier wieder der Hinweis: Es ist Power BI, das heisst, das Dashboard, das muss nicht 100% auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein. Man kann das aber weiterentwickeln, man kann das selber anpassen, sofern man fähig ist, befähigt ist, mit Power BI zu arbeiten und die entsprechenden Reports anpassen. Was man auch sehr elegant machen kann, ist, diesen Report ins Teams übernehmen. Also, man kann im Teams einen Bereich machen, einen Channel machen und das Power BI oder ein Power BI Report dort drinnen anzeigen. So, dass eben nicht jeder auf Power BI muss lizenziert werden, sondern als Leser die Informationen zur Verfügung bekommt. So. Wenn es mich wundernimmt, wie viel oder welche Flows ein spezifischer Maker hat, kann ich auch hier drin hineingehen und à la Dynamics 365 Ansicht oder Dataverse dann halt, sehe ich jetzt die verschiedenen Flows aufgelistet. Ich denke, es geht nicht mehr lang, bis dann die Ansicht auch aktualisiert wird. Im Zweifelsfall könnte ich hier sagen, neu berechnen. 27, wunderbar. Gehen wir zurück ins Dashboard und oh Wunder, ich bin auf einmal der mit den meisten Flows in der ganzen IOZ. Sehr gut. Jetzt. Habe ich hier mal eine Übersicht bekommen, welche Flows, Power Apps etc. im Einsatz sind. Viel wichtiger dünkt es mich aber,
eine Beurteilung können zu machen, welches denn, ich sage jetzt mal, die relevanteren und die weniger relevanten Power-Apps und Flows sind. Für das kommt dann eben die sogenannte Governance-Komponente ins Spiel. Auch hier, diesen Teil habe ich als Solution importiert. Das ist ein ZIP-File, das man herunterladen kann. Wird dann installiert und angelegt, werden auch hier wieder verschiedenste Flows, Umgebungsvariablen und Verbindungsreferenzen. Beim Thema Governance möchte ich auf das sogenannte Developer Compliance Center eingehen. Es sieht so aus, dass auch hier wieder alle verschiedenen Apps zusammengetragen werden. Grün heisst, es ist alles gut, rot heisst, es ist überhaupt nicht gut. Und wenn wir dann noch den Filter wegnehmen, das Hökeli oder das Flag heisst parat für Archivierung. Das heisst, in einem nächsten Schritt wird die App hier verschwinden. Also, Sie als Administratoren von dieser Power-Plattform bekommen hier ein Werkzeug, wie denn die verschiedenen Apps beurteilt können werden, Risikobeurteilung kann gemacht werden. Und ich nehme jetzt hier extra einmal den Template-Katalog. Ich sehe, das rote Bölleli setzt sich zusammen aus zwei orangigen, nämlich ich habe keine Support-Details angegeben und ich habe nicht alle Felder wie eine Beschreibung ausgefüllt. Er ist zwar in den letzten 60 Tagen publiziert worden, das heisst, er ist relativ aktuell, aber wenn ich jetzt das rote Bölleli auf ein grünes setze, müsste ich mich hier um die Entscheidungen kümmern. Business Impact Low. General No Kategorie Finance. Submit. Gehen wir zurück ins Dashboard. Und jetzt ist noch nicht, muss ich nochmal aktualisieren. Jetzt wird der Template-Katalog auf grün wechseln. Und so kann ich eigentlich eine einfache Risikobeurteilung machen anhand von der verschiedenen Staaten von diesen Apps. Das ist jetzt einmal für die Canvas-Apps, es gibt es aber auch noch für die Model-Driven-Apps, SharePoint-Form-Apps, Flows, Chatbots, Custom-Connectors. Ich gehe hier nochmal zurück. Das wäre der Teil gewesen, Developer Compliance Center. Jetzt zum letzten Teil, zu den sogenannten Nurture Components. Da geht es darum, wie das meine Unternehmung profitiert davon, dass es weitere Makers gibt, dass noch mehr Leute anfangen, die Power-Plattform nutzen und dass eben ganz viele Citizen Developer ihre Prozesse automatisieren. Da gibt es, oder da möchte ich folgende Apps zeigen. Ich habe hier eine gewisse Auswahl getroffen. Das eine ist einmal Training in a Day Management App und das zweite ist dann Training in a Day Registrations App. Das heisst, man kommt hier so wie eine kleine Kursverwaltung über, wo ich sagen kann, heute findet eine Schulung statt im Bereich Power Plattform. Die ist, oder sagen wir morgen, die ist vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr. Ihr könnt maximal 10 Personen teilnehmen, findet in Sursee statt. Und das wäre ein Grundschulpower. Das ist wieder der Teil, wo Administratoren machen, wo die ganze Kurs planen. Create New Workshop. Auf dieser Seite gibt es dann Spondo dazu, für die, die sich eben interessieren für so eine App oder so einen Kurs. Ich sehe jetzt hier Community-Schulung am 10. Dezember. Jawohl, ich werde mich dafür anmelden. Ich komme jetzt per Mail eine Kalendereinladung über und ich finde die Schulung unter My Events.
könnte in dieser Power-App innen aber auch gerade die entsprechenden Kursunterlagen abladen oder in einem About vielleicht noch mitteilen, wer das, die Schulungen durchführt, was Prerequisite sind für eine Grundschulung oder für eine vorgeschrittene Schulung etc. etc. Also so kommt man mit der Training in a Day-App oder Verwaltung ein sehr gutes Werkzeug über, wie man dann auch weitere Leute kann befähigen kann, um mit der Power-Plattform zu arbeiten. Gut. Was ich hier noch zeigen wollte, der ist durchgelaufen. Das müsst ihr jetzt, jawohl, gut. Was immer ein bisschen länger hat, ist der Power BI Report, bis der aktualisiert ist. Power BI funktioniert so, dass ich in meinem Arbeitsbereich hineingehe und sage, das Dataset wird aktualisiert. Das passiert auch typischerweise einmal im Tag. Der Bericht oder das Dataset hat aber relativ lang, es geht bis zu einer Viertelstunde, bis das aktualisiert wird. Darum habe ich da eine gewisse Verzögerung in den Daten und kann es jetzt nicht im Rahmen des Referats auch noch zeigen, wie dann die 27 Flows dargestellt werden. Dass wir jetzt zum Reto Schaller würden wechseln. Reto, du könntest dich einmal unmuten. Genau, Raffi, hörst du mich? Laut und deutlich. Wunderbar, super. Das hat scheinbar geklappt, dein Päckchen. Reto, uns alle nimmt es wahnsinnig Wunder, wie es im Plenia vorgegangen ist, um die Power-Plattform einzusetzen. Kannst du uns berichten von deiner Rolle bei dem Plenia, was du dort genau machst und was für euch der Antrieb für das Center of Excellence war? Genau, also ich bin seit rund 2 Jahren bei dem Plenia im Bereich Team Collaboration. Ich bin mit meinen Teamkollegen zuständig für Microsoft Teams, für SharePoint hauptsächlich. Und jetzt, je länger sie mehr, kommt auch Power Plattform dazu. Wir haben vor rund einem Jahr auch eine Anfrage gehabt, die erste größere Anfrage gehabt, zum Power Plattform nutzen. Das ist von einer Ländergesellschaft gekommen, die damit einen Workflow, eine Datenerfassung hat, einfach verbessern. Und wir haben bei dem Plenia rund 6'000 Mitarbeiter, die Lizenz haben, die aktive Lizenz haben und wie gesagt, seit über einem Jahr sind wir in diesem Bereich tätig. Der Antrieb war für das COE Starter Kit, dass wir das überhaupt eingerichtet haben, dass wir mehr Transparenz wollen schaffen, was unsere Benutzer auf der Power-Plattform machen. Das ist ein bisschen undurchschaubar mit den Bordmitteln oder ein bisschen schwierig, zu den Informationen anzukommen. Wir möchten aber auch eine gewisse Governance, also Kontrolle und Übersicht schaffen, um vielleicht auch gewisse Einschränkungen zu machen, dass man eben nicht mit allen und überall darf Daten austauschen. Das ist immer so ein Thema wieder mit Datenabflüssen, wo man nicht möchte. Genau, und das COE Starter Kit hat auch gewisse Tools, wie du auch schon gezeigt hast, wo man kann nutzen kann, um das eben ein bisschen zu begleiten. Super, danke vielmals. Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr da auch verschiedene Alternativen geprüft zum Center of Excellence? Oder wie sind ihr da vorgegangen, um das zu implementieren? Genau, also der erste Schritt war natürlich auch mal das Admin Center, das Power Platform Admin Center. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir da nicht zum Ziel kommen, an die Informationen heranzukommen. Wir haben dann in Zusammenarbeit auch mit euch haben wir geschaut, ob wir die Informationen über Flows können auslesen können. Und das hat am Anfang gut funktioniert, wäre auch gangbar, aber es hat einen gewissen Aufwand, um die Flows auch zu erstellen. Das merken wir jetzt auch gerade in diesem Teil, dass eben Flows nicht so schnell zusammengeklickt sind. Es ist ein gewisser Aufwand und wo, wir dann auch, wo es klar geworden ist, was das COE Starter Kit alles kann, was es mit Okay, Reto, Hand aufs Herz. Das, was ich jetzt erzählt habe, stimmt's?
Werden die jetzt Business-User enabled? Wie viele Citizen-Developers habt ihr? Oder spürst du da wirklich einen Drive, dass man die Power-Plattform mehr anfängt zu nutzen? Ja, selbst schon. Aber man muss unterscheiden von den Anwendern her. Also das Spektrum ist recht gross. Von denen, die sich da schnell zurechtfinden, die auch entsprechend das Know-how sich aneignen können, um da tätig zu werden. Um sich vielleicht einen Flow zusammenstellen, vielleicht ein bisschen weniger, um einfach mal so eine Power-App erstellen, das ist doch ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde das nicht ganz unterschreiben, wenn man sagt, es ist jetzt für die Power-Plattform, die meisten werden einfach Anwender bleiben, also auf Anwenderseite und weniger auf Maker-Rolle wechseln. Es ist aber gleich schön, mit Flows hat man relativ niedrige Hürde zum mal starten, aber die Lernkurve ist dann doch mit der Zeit steil oder wenn man größere Anforderungen hat, komplexere Flows und wenn man dann in Themen reingehen wie Application Lifecycle Management oder Nachfolgeregelung, dann wird es eben spannend und mit genau diesen Themen beschäftigen wir uns auch. Okay, wie geht es denn weiter? Wir sind auch immer noch dran, die ganze Governance zu definieren und vor allem auch durchzusetzen. Dann. Das hat jetzt auch den Hintergrund, dass wir halt die Plattform schon seit rund einem Jahr im Betrieb haben. Das heisst, wir starten nicht bei null. Ich kann einmal schnell auf Statistiken ein bisschen spicken. Das sind um die 400 Flows, die durch 100 verschiedene Leute erstellt worden sind und rund 250 Apps. Von denen wissen wir nur teilweise, was die machen. Da sind wir dran, das zu erarbeiten. Du hast auch das Developer Compliance Center gezeigt. Dort sind wir ebenfalls drin. Genau, das ist mal der eine Teil, wo sich die Governance durchsetzen und definieren. Das andere ist aber auch wirklich von dem CUI Starter Kit profitieren mit den Welcome-E-Mails, was es zum Beispiel gibt, mit der Archivierung. Das hat so seine Tücken. Das klingt auf den ersten Mal gut haben. Und eigentlich dann, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist bis jetzt die ganze Plattform pushen, also Leute informieren, unsere Benutzer informieren, schulen, darauf hinweisen, was man machen kann, Champions raussuchen. Das haben wir noch nicht gemacht und trotzdem haben wir schon recht Aktivität in diesem Bereich. Reto, ich danke dir ganz herzlich für die Insights. Schiele jetzt zum Marco über. Marco, gibt es gerade Fragen, die Reto oder ich beantworten können? Ja, es ist eine Frage eingegangen, die passt gerade gut zu dem, was jetzt angetönt wurde, ist eben 400 Flows und 250 Apps sind da rum. Die Frage, die eingegangen ist, sieht man in einem Dashboard irgendwo, welche Apps und Flows überhaupt verwendet wurden und werden? Und sieht man auch, wo die sind und wie oft, dass die gebraucht worden sind? Ich gebe ihm Reto Vorsprung, falls du gerade so schnell eine Antwort also, hast. Also man sieht in dem entsprechenden Power BI Dashboard von CUI Starter Kit, wann die verwendet worden sind. Aber die letzte Verwendung, das hat dann mit der einen Komponente vom Audit-Log zu tun. Und ich bin da selber noch ein bisschen verloren manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, zum Wissen, wo genau dass wir jetzt entsprechende Informationen finden. Für das stützen wir uns eben immer noch auf den bisher alten Flow, den wir mal gebaut haben vor einiger Zeit, wo wir die Daten dort raussuchen. Ja. Es ist noch nicht alles. Ich nehme an, das geht in die Richtung da von den Audit-Logs, wo zusammengetragen wird, wie manchmal die Flows oder Chatbots dann effektiv ausgeführt werden. Aber auch dort, das ist für mich noch ein Buch. Sieben Siegel in der Tür, dass ich jetzt die Frage eindeutig könnte beantworten. Genau, was ich vielleicht noch ergänzen kann, es gibt eben, was ich vorher gesagt habe, es gibt einen Archivierungsflow und der wäre auch spannend. Aber der funktioniert so, dass er auch alles versucht zu archivieren, was in älter als 30 oder 60 Tage ist. Das heisst, wenn man eine Power-App zum Beispiel nie mehr publiziert hat seither, dann kommt der entsprechende Maker eine Benachrichtigung über das möchte archivieren. Und das ist eigentlich nicht die Idee, weil eine App, die gebraucht wird, die möchte ich nicht
einfach so archivieren, egal ob es jetzt publiziert worden ist oder nicht. Genau, ich habe die mal aufgestartet hier auf dem anderen Bildschirm. Ist auch bei uns sehr kontrovers angekommen, weil es im ersten Lauf einmal ziemlich viele Mails generiert hat. Und wenn man auf Twitter rumlässt, dann ist der Montag ist so der Center of Excellence Day. Das ist immer dann, wenn die vorkonfigurierten Flows startet und eigentlich alle Makers dann wieder Erinnerungen bekommen, ob die App noch eingesetzt wird oder nicht. Ja. Okay, gut. Das ist die Frage, die Endfrage, die eingegangen ist im Chat. Gut, dann mit einer kleinen Aufforderung zur Tat schließen. Ich bezeichne das so, die können sollen, müssen wollen dürfen. Also, wenn wir heute davon geredet haben, dass ja ich sage jetzt mal, Business-User, die Power-User, sollen die Power-Plattform dürfen adoptieren, dann ist es unsere Aufgabe von der Verwaltung oder von der IT, je nachdem, was Business-Rollen ist, die Leute auch machen. Das ganze Prinzip von Citizen Development funktioniert nicht, wenn man einschränkt, wenn man zumacht und wenn man denen nicht die entsprechenden Skills zutraut.